Ja. Geht wieder los. Boobies. Ich sag gleich, was wir diesmal vorhaben. Wir landen erstmal. Welche Taste war denn das? Welche Taste war denn das? Ja? Jetzt, mach mal auf! Mach auf jetzt! Oben! Okay, der sagt dir das kurz bevor du auf dem Boden bist. Oh, Leute. Oh. Jetzt ist doch schon wieder nichts für meine Nerven. Okay, also. Secure communication with human asset established. Greetings, human asset. Welcome to Scum Island Tutorial Protocol provided by the Tech One Corporation. My designation is Kann man dual den Scheiß nicht mal entity ausstellen? neural appliance or ADINA. Blöde I am an Alexa. artificial intelligence created by the Tech One Corporation tasked with overseeing the Scum Show protocols including the preparation of human assets. If you wish to activate the tutorial, please do so on your journal interface. Secure channel closed. So, also, die blöde Scheiß Alexa hat jetzt mal die Fresse gehalten. Und zwar, ich möchte nicht länger auf die 08 warten, also auf das nächste große Update. Ich hab so Bock zwischendurch mal wieder auf Scum und nehme es natürlich auch wieder auf. Es ist ja so mein Lieblingshassspiel. Mir ist ein bisschen kalt, ja. Und zwar habe ich diesmal vor, deswegen heißt die Playlist auch so, der Wanderer, eine Base. Ich möchte einmal, deswegen bin ich froh, dass ich wirklich jetzt hier gespawnt bin. Da haben wir aber ein Problem. Ich wollte eigentlich hier spawnen. Müssen wir jetzt mit klarkommen. ich möchte einmal ohne Basis um die ganze Map laufen. Also, es wird schwierig, weil ich sterbe ja so gerne in Scum, ne? Also theoretisch ist die Challenge beendet. Ist ja keine Challenge jetzt, ne? Aber ich will das wirklich mal ohne Basis. Wirklich nur mit dem Zeug, was man findet, sich hier so durchgruscheln. Theoretisch endet das dann, wenn ich sterbe. Einmal. Ne? Jetzt haben wir schon ein Problem. Ich wollte eigentlich hier so landen. Weil hier komme ich doch jetzt nicht weg. Jetzt können wir nur hoffen, hier ist ein Boot. Sonst haben wir ein scheiß Problem. Warte mal, die haben ja auch ein paar Sachen geändert. Einmal meine damaligen Lieblingspilze, die ja dann auf einmal Giftpilze waren, die können jetzt Halluzinationen machen. Den Eierwärmer weg. Das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Du Vogel. Was haben sie noch geändert? Leute, Weiber sind jetzt geil. Du kannst du schön nackt da angucken, wenn du den Filter rausnimmst. Oh, es war einiges drin. Hier haben sie jetzt was Wichtiges verändert. Und zwar, ich habe ja diesen Trick oder Programmierfehler, ist es ja auch nicht, immer ausgenutzt. Und zwar, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, dreimal Erdbeeren frisst, ja, da werden die gleichzeitig aufgeteilt. Hier, 1, 2, 3, dreimal gleichzeitig verdaut. Das geht jetzt nicht mehr. Das geht jetzt alles in einen, also in eine Kategorie, sag ich mal, und wird langsam abgebaut. Tja. Haben wir nämlich auch ein Problem. Boah, was haben die noch geändert? Das war einiges, aber die ganzen Kleinigkeiten. Jetzt will ich bloß noch mal kurz auf die Map gucken. Irgendwas haben sie doch neu eingefügt, oder ist das noch nicht drin? Egal. Wir laufen einfach mal los. Und zwar nach. Ach!
haben sie es endlich mal gemacht? Kompass rausgenommen. Weil ich habe auch keinen Kompass in meinem Nischel. Das heißt, es ist morgens, ich kann mich jetzt an der Sonne orientieren. Wie sind das denn Mittag? Wieso sind die da oben? Ich habe nämlich was umgestellt, dazu komme ich gleich. Aktionen, erstmal wieder reinkommen. Naja. Ach, ich weiß warum. Ich habe nämlich was umgestellt und zwar, damit können wir uns eigentlich gar nicht an der Sonne orientieren. Kein Wunder, dass die jetzt schon so weit oben ist. Da wir keine Base haben, ja, bin ich ja gezwungen, permanent unterwegs zu sein. So, das heißt, ich kann da nicht rummehren und so, wie ich es sonst in der Base manchmal gemacht habe. Deswegen geht die Nacht von der Ingame-Spielzeit, also wie oft, wenn ich auf die Uhr gucke, geht die Nacht jetzt nur noch 2 Stunden. Das heißt, es dämmert, es wird ganz kurz dunkel und dann geht die Sonne auch schon wieder auf. Ja, also quasi eine veränderte Welt. Kein Wunder, dass alle tot sind. Gut, das heißt, ich bin ja hier. Ich muss jetzt hier nach einem Boot gucken. Ein Schiff? Ich mag Schiffe. Moment. Oh, ich bin das jetzt hier alles von Borderlands gewohnt, Mann. Hä? Ist man schon immer mit ihr vollen Kalorien und vollen... Ja, also Skills, die ich reingenommen habe. Ich habe an den Grundwerten, wie Stärke und so, habe ich gar nichts verändert. Ich habe dann sozusagen mit dem, was möglich ist, die Skills dann verteilt. Das heißt, ich habe Bogenschießen auf Maximum, ich habe Schleichen auf Maximum, Laufen und die Ausdauer des Laufens beides auf der Hälfte. Irgendwas war es noch. Schleichen, Rennen und... Ach ja, und die Medizinfähigkeit. Weil ich ja hier nicht unendlich looten kann, dann brauche ich sowieso erstmal einen Rucksack, dass mir Wunden wenigstens so schnell wie möglich und so effizient wie möglich heilen können. Ach siehst du, da war ja was mit dem Infektionsupdate. Ach du Scheiße. Oh, das wird puh. Das wird puh. Ich brauche ein Boot. Jetzt muss ich ja noch ruhiger und bedachter spielen. Ist ja alles schwerer geworden, ne? Also wirklich ohne Base. Haben wir schon mal. Theoretisch müsste ich mir gleich einen Bogen craften, ne? Und einen improvisierten Köcher. Wir wollten nochmal hüpfen. Nee. Nee, das war hinlegen. Das ist nicht mehr. Das war ducken. Wo ist denn hüpfen? Eins. Okay. Eins ist hüpfen und klettern. Hüppala. Es geht schon wieder los. Ja, was ich noch mitbekommen habe, die große Stadt. Wenn sie es nicht dann wieder ändern unter 08, ist für mich erstmal uninteressant. Weil viele haben da solche Performance-Probleme von Spielern, was halt gemeldet. Oh, mir wird richtig kalt. Was gemeldet wurde, dass sie jetzt viele Gebäude nicht mehr betretbar gemacht haben. Das geht ja dann auf Rechenleistung, ne? Damit ist die Stadt aber für mich uninteressant. Das ist jetzt nicht, dass du da nirgendwo mehr rein kannst, aber was soll ich denn da? Die ist für mich jetzt aus. Die ist für mich aus. Nehmen wir mit. Den Drogenpilz will ich hier unbedingt probieren. Und soweit ich mitbekommen habe, wenn sie es schaffen, haben sie natürlich gesagt, kommt in der 08 dann wirklich, sag doch mal, Felder bestellen. Das wird aber auch nicht so einfach, weil es ist wirklich realistisch gemacht. Mit Temperatur, mit Dünger, mit wie lange es dauert. Dauert richtig lange, bis da was wächst. Mit, wie viel Flüssigkeit, in welchem Zeitraum und, Scam halt, ne? Brauchen wir ja nicht viel zu sagen. Voilà. Ey, wenn wir jetzt hier kein Boot haben, ne? Dann war's das. Ansonsten die Zombies leicht erhöht, die Tiere leicht erhöht. Wie immer, und die Mechs sind ausgestellt. Ja,
kann ich eh nicht rüberschwimmen. Wir brauchen ein verficktes Boot. Jetzt pass auf. Gott, warte mal. Herstellen kann ich ja dann auch nichts weiter. Na gut, die Grundsachen, ja. Lagerfeuer, ist klar, braucht man. Ein Boot. Geht jemand eins? Oh. Der Walking Simulator. Den machen wir diesmal wirklich. Muss dann erst mal gucken. Ich spiele ein bisschen lauter still. Ich muss jetzt nach einem Boot gucken. Sonst hängen wir hier einfach für immer fest. Komm, wir sind zuversichtlich. Da finden wir jetzt ein Boot. Wenn es ein Paddelboot ist, ist mir auch egal. Ich mag das so halt. Diesen, wie nenne ich es ja immer? Ich nenne es Gamja diesen Survival Life Simulator. Ist wie eine Lebenssimulation. Mit dem ganzen Böllern und Gacken. Es fehlt eigentlich bloß noch Schlafen, ne? Verdauungssystem und Krankheiten behandeln und mag das. Wieder was gesehen. Ja, Loot ist natürlich nicht erhöht. Alles auf Standard. Aufnehmen. Jetzt will ich mal was gucken. Warte, das war jetzt wieder hier. Und zwar sieht man, jetzt sieht man es wieder. Ah, guck mal, das haben sie geändert. Deswegen hatten sie es rausgenommen. Man hatte ja diese ganzen Stats, nenne ich jetzt mal, von den Essens- und Trinkendingern, hatten sie ja rausgenommen. Oh. Magie. Komm, wir essen die. Wollen wir die roh essen? Im Real Life kotzt du davon auch nicht. So, jetzt guck ich mir das mal an. Ah, man isst auch länger. Ja? Das kommt ja auf die Dinger an, die man isst, ne? Schnell kann man rennen. 28. Ich glaube, ich kann das Spiel ein bisschen lauter machen, oder? Ich lasse es mal so. Ich muss dann gucken. Lebensretter, gucke mal. Ah, das ist ja so wichtig geworden mit dem Infektionsupdate. Oh, es wird schwierig. Es wird schwierig ohne Base vor allem. Du kannst ja nicht unendlich was looten oder dann dein Equipment zusammenstellen. Aber. Komm, einmal essen. Das. Ah, das passt nicht rein. Ich merke mir mal, wo es steht. Falls wir jetzt doch einen Rucksack finden. Aha, wie lange haben wir gebraucht, um einen Rucksack zu finden? Also, falls wir jetzt ein Boot finden, es zählt nicht, dass wir jetzt mit dem Bild hier so rumfahren, ne? Sondern unser Ziel wäre dann wirklich nur hier rüber. Weil hier drinnen ist doch definitiv der Hai. Erzähl mir doch nichts. Sonst muss ich halt probieren, rüber zu schwimmen. Weil das bringt ja nichts. Warte mal. Die Datteln könnten wir noch ein paar essen. Ah, ich muss mich jetzt an die Steuerung gewöhnen. Ah, wir müssen konzentriert sein diesmal. Weh, mach nicht wieder solche Ruckaktionen. Immer vorher nachdenken, was du tust. Waren hier die Datteln drin? Ja, ne? Ja. Wenn du das irgendwie rüberhebelst und hier runterschiebst, könntest du es doch nehmen. Nix. Komm, Ene. Ah, guck mal. Boah. Viele Kalorien, guck. Essen. Sind wir erstmal safe. Ich hab's so vermisst. Dann hüpf einfach drüber. Es ist und wird immer schwerer, Scum. Nee, das ist keins. Das ist doch Deko, ne? Bin ich hier runter?
Ich kann das bei Scum so schwer einschätzen, die Fallhöhe. Ich probier's. Ja. Nee, das ist Keynes, gell? Ja. Nee. Mit dem Angeln auch, wo ich mich so aufgeregt habe. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht, endlich. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Da habe ich mich aber auch dämlich angestellt. Wobei, wir hatten zweimal richtig krasse Bugs. Ja, auch nachgewiesen in den Aufnahmen. Oh, das sieht nicht gut aus. Glück bis jetzt noch keine Zombies. Und das bei so einer Stadt, ja? Ausgestellt habe ich die aber nicht. Nee, nee, nee. Ich habe ja selber noch wegen der Uhrzeit alles nochmal durchgeguckt, weil ich ja die Sonnenzeit alles umgestellt habe. Wenigstens ein bisschen was machen können, wenn wir schon nur rumlaufen. Und das nutzen, was man mobil, sage ich mal, mitnimmt. Komm, ich mach das Spiel jetzt einen Ticken lauter. Ein Ticken. So. Eine Waffe wäre halt gut, ne? Loot Drops darf man auch mitnehmen. Ja, ganz klar. Ist ja, wie gesagt, es soll keine Challenge sein. Ich sehe bloß nicht den Sinn, dass ich jetzt groß was anfange mit Basis bauen und tralala. Und Dara kommt hier in, was weiß ich, 2 Wochen, kommt dann auf immer die 08 raus. Also man hat ja so gar keine Information. Das kann nur erst im Januar sein. Aber da ich es nicht weiß, bin ich gleich mal Charon Hunter. Ja, was ich sagen wollte, da ich es halt aber nicht weiß, will ich das Risiko gar nicht erst ein. Mache ich halt sowas jetzt immer mal. Was wird, der ist eine Charon Hunter. Was ist das alles wieder auf Englisch? War doch alles mal Deutsch hier. Das ist, ja, das. So. Warte mal, jetzt habe ich kurz Orientierung verloren. Gucken jetzt. So, warte mal, haben die das überhaupt? Oh, ich drück immer auf die Leertaste, wie bei Borderlands. Ich stell mir ja mal die Tasten alles um. Die irgendwann schlafen noch einführen? Das war noch cool. Aber warte nur, wenn wir den Drogenpilz finden. Das ist so geil, ich habe mir das mal angeguckt. Wobei die letzte Stufe ein bisschen sehr heftig ist. Die ist richtig nervig heftig, dass ich die dritte Stufe nehme. Leute, wo ist mein Messer? Buschmann-Messer ist doch eine der besten Waffen mit. Erzähl mir doch nichts. Ey, wir haben Glück. Wir haben wenigstens schon mal eine Waffe. Wenn hier so ein Dreckscher Werner oder eine Elfriede. Ja, habt ihr mich schon vermisst? Vielleicht spiele ich die 08, dass ich die Tiere nochmal verdoppel und die Zombies auf 0 stelle. Einfach wirklich, die Menschen gibt es nicht mehr. Bis zu einer von den ganz wenigen, hier natürlich alleine, der dann quasi nur noch gegen Tiere der Natur erwehren muss. Und die Reste der Zivilisation einfach, ja, zu eigen macht. Dem, was möglich ist. Nee. Wir haben ein Scheißproblem. Es gibt kein Boot. Und da jetzt. Oh. Na, rüber. Was machen wir denn jetzt? Das ist doch Müll.
kann man so einen Fluss bauen? Nee, ne? Was? Macht man da jetzt? Kann man einen Fluss bauen? Ups, weiß nicht. Ja, mein Guter. Was machen wir da jetzt? Das ist die Staffel schon zu Ende. Genau, ich habe gewonnen. Ich bin dann einmal um die Insel gelaufen. Nee, Mario. Gar nicht erst überlegen, ob du es probierst. Das ist ein wenig zu hoch. Komm, das sind ja locker 3 Meter. Das machen wir nicht. Kann schon Aua machen. Scheiße. Kann man doch nicht rüber schwimmen, oder? Kommt der Hai und das Wort. Was mach ich denn da jetzt? Ich weiß ja nicht, ob Boote auch hier so... müssen jetzt einmal um die Insel laufen, das nützt nichts. Ob die auch hier so am Rand einfach mal liegen können, aber ich denke schon, oder? Doch, 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 ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Bin ich mir jetzt sicher. Doch, doch. Ich denke schon. Energy Drinks gibt es auch noch neue. Ja, Vergiftung an sich ist was Neues. Muss man damit Kohletabletten behandeln? Was war es denn noch? Das sind immer so mehrere kleinere Updates. Die ergeben ja dann auch einiges an Content, ne? Im Laufe der Zeit. Hier können wir mal trinken. Aber das ist doch Salzwasser. Es geht doch schon wieder los. Es geht doch schon wieder los. Der UW säuft erstmal Salzwasser. Ey, sag mal, was ist denn nur mit mir? Ja, er hat es gleich wieder ausgespuckt. Alles gut. Alles gut. Keine Flüssigkeit verloren. Er hat sozusagen beim Trinken gleich wieder... Nee. Da kann man nicht schwimmen. Da ist hier der... der Hai auch drin. Scheiße. Jetzt kommen wir hier nicht weg. Verdammt. Ey, lasst uns ein Boot finden. Bitte. Wenn man nicht ganz so sehr, mein Guter. Einmal durch das Gestrüpp, das Gesicht komplett aufkratzen. Durch die Mutti. Sag mal, hüpf doch mal über den Stein. Jakob. Jetzt haben wir echt ein Problem. Was haben wir da jetzt? Nee. Scheiße. Wir brauchen jetzt echt
hinten wird irgendwas sein. Da sind schon wieder Wurmgabel. Die führen ja bestimmt irgendwo hin. Ich kann ja mal gucken. Naja, oben ist irgendwas. Mal gucken. Ist doch bestimmt militärisch. Komm, erzähl mir nichts. Komm. Schwiegermutter Sessel wird er einmal andatschen, schön die Stacheln in die Hand rein. Da ist auch Flüssigkeit drin, mein Guter. Das haben ja die meisten Kakteen so an sich, weil die das ja speichern. Ja, hier, der Staude wieder. Oh, wie habe ich es vermisst? Nö. Ja, Olive. Komm, wir machen uns diesmal einen dicken. Wollen wir mal einen dicken machen? Wollen wir mal richtig fett werden? Pass mal auf. Fett. Machen das mal hoch. Wir machen das mal. Komm, wir machen mal einen dicken. Wir essen alles, was wir finden. Alles. Ja, guck. Das geht jetzt einfach. Oh, ich zeig's mit dem Finger. Das geht jetzt einfach hier mit rein. Das sind jetzt zwei Oliven. Somit verdaut's einzeln. Auf Masse hin. Naja, scheiße, ein Tier. Und vorher konntest du zum Beispiel, wenn du jetzt die zwei Oliven gegessen hast, war das hier zwei solche Eise, sag ich mal, und die hat's gleichzeitig verdaut. Ging also schneller. Das geht jetzt nicht mehr. Aber mir egal. Ich werde die ganze Welt hier aufessen. Ja. Wir essen alles. Ja, die Proteine. Essen einfach alles. Alles. Wir machen uns diesmal mal einen dicken. Mal zum Probieren. Wir gucken da gar nicht, wo Fett drin ist und so. Wir fressen. Schaufeln einfach alles in uns rein und rollen dann einfach durch die Map. Irgendwann sind wir so fett, wir schwimmen einfach über das Wasser drüber so. Oder wir springen da einmal rein, das Wasser ist einfach weg. Dann können wir darüber laufen, wie Jesus. Einfach das Wasser weg. Wo ist es? Oder was weiß ich, welcher Aladdin das war? Weiß ich jetzt nicht. So ein Obelix. Ja klar, das wird doch so ein Militärding. Hör doch auf. Suchen wir jetzt ein Boot. Eine. Nein! Ich hab das Messer liegen lassen. Ich hab vergessen. Oh, Mann. Warte. Warte mal, wo waren wir denn? Wir sind hier hoch, ne? Ja. Ach du Scheiße. Es geht doch schon wieder los. Weil ich ja keinen Platz hab. Der kann's ja nicht weg. Ich krieg schon wieder schlechte Laune bei dem Spiel. Das ist es nämlich. Realismus hin oder her. Jetzt, Alter, das, ich tue auch das Messer komplett wegschmeißen, weil ich eine Olive esse. Hä? Das kann ich mir doch trotzdem hier mal kurz irgendwo hin. Nö, da liegt es auf dem Boden, um so eine kleine Olive zu essen. Du erzählst mir wieder Sachen von der Welt. Ist klar. Komm, wir finden jetzt hier ein neues. Das muss so sein. Hier drinnen, jetzt pass auf. Einfach eine Kettensäge. Och Mann. Oh, war ich jetzt erschrocken. Weg hier, Hilfe. Ich mich erschrocken. Oh. Na, weil du die ganze Zeit nicht einen Zombie hast, dann machst du die Tür auf. Wir kommen ja nie weg. Raus. Schwimm jetzt da vorne drüber. Das bringt nichts. Dann sterben wir halt und dann ist es schon zu Ende. Mann. Das Messer verlegt. Blöder Stein. Ah, ich habe halt nichts in der Platte. Gott, da muss ich mich dran gewöhnen.
Ja, bleib doch am kleinsten Stein der Welt hängen. Du läufst doch gegen den Staubkorn und bleibst einfach stehen. Ist klar. Was du mir wieder erzählst, du Vollidioten-Honk. Geht schon wieder los. Ja, was soll denn das auch? Muss man doch verstehen. Das schafft man nicht. Da säuft man. Wenn man keine Ausdauer hat. Wir werden hier kein Boot finden. Erzähl mir doch was. Meine Güte. Simon. Das gibt's doch nicht. Ja, das hätten sie wirklich rausnehmen können, ne? Diese einzelnen Inseln, wo du nicht mal Zugang hast. Also, was soll denn das? Ja, bauten dort. Wenn keiner. Schon alleine die Tatsache, wenn du dort spawnst, hängst du dort erstmal 80 Folgen fest. Das ist komisch. Keine Ahnung. Oh, hab ich jetzt angerülpst. Böse bin. Weil ihr mir kein Boot gekauft habt. Ah, ich erinnere mich. Jetzt sind wir ja lang gefahren, ne? Ach, ist kein Boot. Ja, lass uns jetzt vom Hai fressen. Und dann machen wir einfach, starten wir das Ganze noch einmal. Und dann werden wir doch hoffentlich wohl hier irgendwo auf diesen fetten Klöps hier oben spawnen. Oder mindestens, am liebsten wäre es mir wirklich hier unten. Dass wir hier erstmal so, hier so rüber, hier schön hoch, hier durch die Mutti einmal durch, hier schön durch das Heroin hier oben latschen. Und dann hier noch, bis man wieder hier ankommt. Das wäre mir eigentlich das Liebste. Deswegen, ich probiere das jetzt. Und damit das den Sinn macht, hier, Klamotten weg. Fallen lassen. Weil das alles Gewicht ist. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. So, einmal schön, wie Gott uns schuf. Und dann geht's los. Jetzt warte ich drauf, dass ich mich erschrecke und der Hai schnappt uns. Jetzt gar nicht. Ich erschreck doch wieder. Ich erschreck doch wieder. Ich weiß es. Der Arsch. Ich erschreck wieder. Ich weiß es. Ich nie machen. Aber wir haben eh keine Antwort. Oh.
Geil. Gut, ich spawne jetzt so lange, bis wir dann, wie gesagt, da unten auf der zugänglichen Insel irgendwo runterkommen. Ja. Und dann machen wir das in der nächsten Folge halt nochmal. Ich brauche jetzt eine Pause. Ich war so erschrocken. Also zweimal so erschrocken. In einer Folge, das ist nicht normal. Bis dann, lasst mich doch in Ruhe hier. Mein Sauwetter fallen da draußen. Das riecht mich alles auf, wenn ich auf gegessen habe. Da kommt sowieso keine Sonne raus. Das wär's doch eher draus. Frisch aus meine Rohren, da sind nämlich viele Vitamine drin. Das habe ich auch noch scheiß erzählt. Das ist ja auch egal. Tschüss.